Herzlich willkommen bei Kurz vorgestellt. Univision ist für euch live dabei auf der Kontaktmesse der Göttinger Runde im ZAG. Und wir sind hier, um für euch ein paar Stimmen einzufangen, ein paar Interviews zu machen und schauen, was so demnächst noch passiert. Sprachwerk. Was genau ist das? Was macht ihr? Und was habt ihr hier genau vor? Ja, also wir sind eine linguistische Unternehmensberatung, studentisch geführt. Wir sind momentan eine kleine Gruppe von ungefähr so 15 Leuten. Wir arbeiten zusammen hier an der Uni und beraten kleine mittelständische Unternehmen, hauptsächlich aus der Region, zu allen möglichen Fragen rund um linguistische Darstellung. Was wir bieten können, ist so ein bisschen Praxiserfahrung zu dem, was man so theoretisch im Studium macht. Mal so ein bisschen praktisch in der richtigen Welt arbeiten, richtig in Unternehmen. Also es ist zwar noch unter der Schirmherrschaft der Uni, aber es ist schon ziemlich selbstständig, man verdient auch Geld und man kann mal so ein bisschen erproben, was man vielleicht später mal arbeiten möchte. Wer genau seid ihr und was macht ihr? Wir sind das Consulting-Team, die studentische Unternehmensberatung der Uni Göttingen und der TU Clausthal. Genau, wir haben zum einen klar die Zielgruppe Unternehmen aus Südniedersachsen, den ganzen Raum, kleine und mittelständische Unternehmen, zum anderen aber auch Studenten. Das heißt, dadurch, dass wir lauter Studenten sind, die den Verein managen und betreuen und verwalten, brauchen wir natürlich immer durch die Bachelor- und Master-Umstellung fluktuiert es recht schnell immer neue Studenten, die sich bei uns engagieren und die Projekte machen wollen und den Verein fortleben lassen wollen. Wir sind von ISEC, der größten Studentenorganisation der Welt, sind in 120 Ländern vertreten, haben 90.000 Mitglieder weltweit und wir organisieren Auslandspraktika, das ist unsere tägliche Arbeit. Bei uns kann man in den verschiedensten Bereichen arbeiten. Zum Beispiel kann man Studenten betreuen, die ins Ausland wollen. Oder Studenten, die hierher kommen, die hier in Göttingen Praktika machen. Aber genauso kann man auch im Marketingbereich arbeiten oder im Finanzbereich. Das ist genauso möglich. Also wirklich ein weites Aufgabenfeld, das wir anbieten. Also wir sind die BTS. Wir sind eine Initiative von Lebenswissenschaftlern. Das sind nicht nur Naturwissenschaftler, aber es sind auch viele mit dabei, zu ihnen zeigen, was Firmen ihnen zum Beispiel anbieten können, was es neben der Forschung noch gibt und was vielleicht auch für Berufsfelder gibt, die man so an der Uni nicht direkt sieht. Wir organisieren mal Exkursionen, Ausflüge zu Firmen, haben auch gelegentlich mal ein paar Seminare, die auch für Nichtmitglieder zugänglich sind. Das ist so das, was wir anbieten. So, ihr seid spontan, ihr seid vom Theater, genau. Wie ich gelernt habe. Wie spontan seid ihr denn hier bei der Kontaktmesse dabei? Wie läuft's? Bis jetzt hatten wir einige gute Gespräche, haben die Leute über unser Angebot informiert, dass man bei uns also mitmachen kann auf der Bühne und hinter der Bühne und auch studieren kann. Zum einen haben wir die Möglichkeit, Credits zu vergeben im Rahmen der Uni und zwar für Studenten aller Fakultäten. Da gibt es ein Berufsprofil und ein Zertifikat, das man machen kann bei uns. Man kann aber auch völlig abseits der Credits bei uns alles machen, was man einem richtigen Theater auch machen könnte. Also beleuchten, Schauspielern, irgendwann mal Regie führen, Regieassistenz machen, Kostüme schneidern, was einem so einfällt. Hallo erstmal, wir sind der Bundesverband für Deutsche Volks- und Betriebswirte und wir vertreten unsere Hochschulgruppe und wollen jetzt Erstsemestern, aber auch weiteren Studenten unsere Hochschulgruppe näher bringen. Wir sind das Netzwerk für Ökonomen und man kann bei uns Kontakte knüpfen zwischen Unternehmen, zwischen Arbeitnehmern und zwischen Studenten. ABVG, was genau ist das? Ja, der ABVG ist der Akademische Börsenverein Göttingen und der Akademische Börsenverein Göttingen ist ganz wichtig kein Investmentclub, das heißt wir geben kein Geld aus, wir spekulieren das nicht, sondern was wir machen wollen ist, wir wollen den Mitgliedern und allen anderen Studenten und Interessierten die Börse erklären. Ja, Kontaktmesse Göttinger Runde, wer seid ihr, was macht ihr? Wir sind vom Marketing und organisieren halt von Studenten für Studenten, vor allem Vorträge und Workshops und ab und zu auch mal Exkursionen. Und vor allem geht es halt um die Projektarbeit, also wirklich, wie fange ich an mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, dass man da anruft, dass man ein Konzept hinschickt, einen Finanzplan aufstellt. Und ihr arbeitet auch sehr aktiv bei der Göttinger Runde und seid auch in dem Dachverband tätig. Könnt ihr uns darüber etwas erzählen? Ja, genau. Vor etwa einem Jahr haben sich quasi die Studenteninitiativen mal gedacht, hier in Göttingen, cool, wir können ja mal was zusammen machen, wir müssen ja nicht immer nur in Konkurrenz leben. Und ja, da haben wir so eine Kick-Off-Veranstaltung gemacht. Jetzt ist nach einem Jahr eine Kontaktmesse erstmal rausgekommen und wir haben uns auch überlegt, ein bisschen mehr Projekte vielleicht auch zusammen zu machen, vielleicht eine kleine Projektreihe über ein bestimmtes Thema, wo jede Initiative ein Projekt leitet und genau.
Sieht gut aus? Ja, tierisch gut. Ja, macht nichts. Wer seid ihr denn? Wir sind die SMD-Hochschulgruppe. Das ist eine christliche, ja, ein christliches Netzwerk von unterschiedlichen Studenten aus, ja, verschiedensten Gemeindetypen, Kirchenarten. Und wir versuchen, ja, christliche Studenten zusammenzukriegen, um erstens denen einfach einen Raum zu geben, sich auszutauschen, mehr zu lernen voneinander und vor allem aber auch nicht-christlichen Studenten, ja, die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen, die man sonst in, ja, vielen Gemeinden nicht stellen kann. Wir wollen den Leuten auch, also speziell Studenten, auch die Möglichkeit geben, ganz unkompliziert und unbefangen einmal in die Kirche wieder zu gehen, zu schauen, was ist das eigentlich wirklich. Viele Leute, die waren eben lange nicht mehr da. Und ja, so ist es eine ganz einfache, unverkrampfte Art und Weise, irgendwie mal wieder in Kontakt damit zu kommen. Wir sind Enactus. Wir initiieren soziale Projekte. Die Idee von uns ist, dass wir bedürftige Menschen, sei es durch Krankheit oder durch Geld, finanzielle Probleme, dass wir denen eine Schnur geben, an der sie ihr eigenes Leben, ihren eigenen Lebensstandard, ihre Lebensqualität verbessern können. Okay, und was genau bietet ihr den Studenten hier? Was ist der Reiz? Also natürlich auch sich sozial zu engagieren, aber was könnt ihr den Studenten genau bieten? Also erstmal bieten wir den Studenten eine Möglichkeit, ihre im Studium gelernten Kompetenzen anzuwenden. Wir sind ein 20-köpfiges Team, also wir bieten Teamarbeit, wir bieten einen Freundeskreis. Also ich denke, man hat einfach ein Netzwerk, man kann eigene Ideen einbringen und man lernt dabei noch nette Menschen kennen. Ja, das hört sich doch gut an. Dann danke für das Interview. Ja, vielen Dank. Das soll es gewesen sein. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick in diese Kontaktmesse bringen und bis zum nächsten Mal.